Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Robins Finanzwelt. Ja, heute geht es mir jetzt mal um die BioNTech-Aktie und zwar möchte ich hier einmal auf die wichtigsten Finanzkennziffern eingehen. Dann schauen wir uns hier auch einfach mal den Wachstumscheck zusammen an. Dann habe ich so ein paar brandaktuelle Infos dabei, auch von heute, wie es momentan auch mit den Impfstoffauslieferungen läuft. Auch ganz, ganz wichtig zu wissen, weil es ja gerade so das A und O ist natürlich für BioNTech, weil sie da dieses und letztes Jahr und jetzt allgemein in Zukunft natürlich dran verdienen werden. Und dann schauen wir uns natürlich hier noch den Jahreschart an. Ja, und wenn euch mein Video mein Kanal gefällt, dann drückt an dieser Stelle den Abo-Button, um mich zu unterstützen. Würde mich natürlich mega freuen, wenn ihr mich hier auf meiner Reise begleitet. Und jetzt würde ich hier direkt mal starten. Was natürlich BioNTech macht, brauchen wir glaube ich jetzt gar nicht mehr sagen. Sie sind dann natürlich hier Top-Kandidat für den Impfstoff aktuell und auch da habe ich nachher brandaktuelle Infos eben dabei. Jetzt gehe ich aber erstmal auf die wichtigsten Finanzkennziffern ein, dass man auch einfach mal so den Unterschied und die Planung von letzten zu diesem Jahr sieht. Und zwar der Umsatz 2020 hat hier 432 Millionen Euro betragen. Das Nettoergebnis war da noch negativ bei minus 381 Millionen und die Nettoliquidität lag bei 836 Millionen. Dieses Jahr schaut das Ganze schon ganz, ganz anders aus und zwar soll der Umsatz da natürlich Corona-bedingt durch die Impfstofflieferungen, hier wird richtig Geld verdient. Es ist ja auch so, dass hier auch Pfizer bzw. die ja zusammen ihr Werk ausbauen und nochmal um neue Lieferungen auf lange Sicht natürlich bringen zu können. Aber das ist noch so ein bisschen Zukunftsmusik. Auf jeden Fall soll der Umsatz dieses Jahr bei 6,3 Milliarden liegen, das Nettoergebnis bei 3,7 Milliarden und die Nettoliquidität bei 3,8 Milliarden. Das KGV dann richtig günstig bewertet, wie ich finde, im einstelligen Bereich bei 6,63. Also da kann man wirklich überhaupt nichts sagen und ist natürlich aber wie gesagt dem Impfstoff geschuldet. Aber verleiht natürlich hier dem Unternehmen und der Aktie einen ganz klaren Boost, kann man sagen. Die Marktkapitalisierung liegt hier aktuell bei 22,6 Milliarden Euro und die Mitarbeiterzahl bei rund 1800 Mitarbeitern. Das sind mal so die wichtigsten Hard Facts und jetzt schauen wir uns hier natürlich noch den Wachstumscheck an. Hier ist jetzt leider das Jahr 2020 noch nicht mit dabei und dieses Jahr natürlich auch noch nicht. Aber nächstes Jahr wird man sehen, was hier dann für eine Kurve steht für 2021 und ich glaube, da geht der Umsatz hier oben, also wirklich exponentiell diesmal nach oben. Der Kurs steht aktuell bei 88,94 Euro. Und aber auch so lässt sich der Wachstumscheck schon einigermaßen sehen. Wir haben hier 8 von 15 Wachstumspunkten. Wir haben ein durchschnittliches Umsatzwachstum auf 2 Jahre von 32% und ein Umsatzwachstum im Quartal gegenüber dem Vorjahr von 135%. Die Performance auf ein Jahr, die kann sich sehr, sehr sehen lassen. Hat, wie gesagt, viel mit dem Impfstoff zu tun. Liegt hier bei 242%. Das sind natürlich momentan die Aktien schlechthin. Also unter anderem hier eben BioNTech. Und die anderen werde ich auch noch bringen, solche wie CureVac und Co. kommen noch, werde ich durch die Analyse auch mal begleiten. Und die Performance allein auf die letzten 3 Monate hier bei BioNTech liegt bei 25% und somit auch ein guter Abstand zum gleitenden Durchschnitt, also zu dieser 200-Tage-Linie von 38%. Auch ein sehr stabiles Kurswachstum auf ein Jahr von guten 90% und eine sehr, sehr gute Kapitalaufnahmefähigkeit von 129,95. Also die Wachstumswerte steigen, wie gesagt, wenn wir hier unten das Jahr 2020 und 2021 drin haben, dann schaut das Ganze nochmal viel, viel besser aus und ich glaube, dann stehen hier oben auch mehr als 8 von 15 Punkten. Das mal hier so zu den wichtigsten Infos im Hintergrund und da schauen wir uns jetzt natürlich die brandaktuellsten Infos zum Impfstoff an. Und zwar, was ist hier wichtig? Die Impfstoffauslieferung wächst rasant an. Die EU ist mittlerweile unter den Top 3, hätte man auch wahrscheinlich so nicht erwartet. Und die Impfstoffauslieferungen wachsen von Woche zu Woche rasant. Bringt natürlich hier richtig Geld in die Kassen von BioNTech und deswegen ist die Info auch sehr, sehr wichtig. Und das hat hier eben der internationale Pharmaverband IFPMA heute eben bereitgestellt, die Daten. Die EU ist hier unter den Top 3 Empfängern und das mal so das Wichtigste. Und in der Woche bis zum 22. Februar, also bis gestern, blieb nach diesen Angaben auch der Impfstoff von BioNTech und Pfizer der meist ausgelieferte mit gut 82 Millionen Dosen, also hier auf Platz 1, ist auch ein, sind hier die Platzhirsche in dem Bereich momentan. Und es sind plus 4% im Vergleich zur Vorwoche. Auf die anderen möchte ich jetzt erstmal gar nicht eingehen. Wichtig ist mir jetzt hier ja eben BioNTech. Und die meisten aller bislang ausgelieferten Impfdosen gingen hier auf Platz 1 an die USA mit gut 26%, mit 14,7% dahinter dann China und gefolgt mit der EU mit 12,6%. Indonesien hat hier gut 5,8% und Großbritannien auch mit knapp 5,8%.
Ja, und abgesehen von China seien im Großen und Ganzen die meisten Dosen an die am schwersten betroffenen Länder und Regionen gegangen. Und dass Länder eben mit niedrigeren und mittleren Einkommen nicht zum Zuge kämen, das stimme hier nicht, muss man ganz klar sagen. Und Regierungen, die natürlich hier früh bestellt und bezahlt haben und das Risiko eingegangen seien, bei Versagen so einer Firma auch viel Geld zu verlieren, die würden hier auch zuerst beliefert werden. Ganz klar, wer zuerst kommt, mal zuerst, sagt man ja auch immer. Und das aber nur mal so am Rande erwähnt. Wichtig ist hier BioNTech auf Platz 1 weiterhin mit 82 Millionen Dosen. Und ich glaube auch, dass jede Woche hier das rasant anwächst und wie gesagt natürlich auch Gelder in die Kassen von BioNTech spült. Ich bin mal gespannt, wo das Ganze hinführt und wie das weitergeht. Aber es ist natürlich auch schon mal ein positives Zeichen und auch ein richtiger Weg allgemein auch hier jetzt im ganzen Verlauf. Und ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Schreibt mir unten gerne in die Kommentare, wie ihr das findet, beziehungsweise was ihr zur aktuellen Situation denkt. Und da möchte ich jetzt hier mal auf den Jahreschart eingehen. Wir haben jetzt heute hier aber ein Minus von 5,9% aktuell. Wir stehen hier genauer eigentlich auf der 50-Tage-Linie, die hier so bei 88,80, also auch um die 89 rum liegt momentan. Wenn jetzt der Kurs hier nach oben abprallt, dann können wir hier wieder ein paar Prozentpunkte gut machen. Und wir waren hier mal auf einem absoluten Allzeithoch von 106,32. Das war genau das absolute Hoch hier, das ist die grüne Linie und wir stehen hier ja deutlich über dieser 200-Tage-Linie. Das sind eigentlich so die wichtigsten Hard Facts. Man sieht, der Kurs ist schön nach oben gelaufen, hier von rund 30 Euro vor einem Jahr fast knapp verdreifacht, kann man sagen. Und natürlich, wie gesagt, dieser ganzen Impfstoffgeschichte geschuldet, aber daran wird jetzt BioNTech auch noch lange verdienen und sie sind ja auch so ein sehr, sehr gutes und innovatives Unternehmen, auch unabhängig jetzt von Covid-19. Ja, und das war es jetzt eigentlich soweit von meiner Seite. Und wenn euch mal wieder mein Kanal gefällt, dann drückt an dieser Stelle den Abo-Button, um mich zu unterstützen. Würde mich natürlich mega freuen, wenn ihr mich auf meiner Reise begleitet. Das war es von meiner Seite. Ich wünsche allen einen schönen Tag, freue mich aufs nächste Video und bis zum nächsten Mal. Ciao!